Vater durch den Biss einer giftigen Schlange verliert. Der hat wohl allen Grund, diese Tiere zu fürchten, vielleicht auch zu hassen. Nicht so Belaid Farrus. Er wurde sogar Schlangenbeschwörer und verdient sein Geld auf dem berühmten Platz Jemaa el Fnaa in Marrakesch. Mit seinen Reptilien kämpft er ums Überleben, denn sein gruseliges Schauspiel vor den Touristen ist einzige Einnahmequelle seiner Familie. Ich sage Ihnen gleich vorweg, was Sie jetzt sehen werden, erfüllt keinerlei Tierschutzkriterien. Aber es ist ein Stück Lebenswirklichkeit in Marokko. Stefan Schaaf hat Belaid Farrus und seine Schlangen getroffen. Ziemlich verrückt sind sie, ein wenig schlitzohrig und immer gute Schauspieler, die Schlangenbeschwörer von Marrakesch. Belaid Farrus ist so ein Reptilienflüsterer. Seit über 30 Jahren praktiziert er dieses Gewerbe, legt Touristen, ob sie wollen oder nicht, Nattern um den Hals und kassiert für dieses Gruselgefühl seinen Obolus. Ich kenne keine Angst, erklärt mir Belaid. Für mich ist das ein normaler Beruf, mit dem ich eben meine Familie ernähre. So hat es schon mein Vater gemacht. Trommler, Gaukler und Medizinmänner, sie alle tummeln sich auf dem legendären Platz von Marrakesch, Jemaa el Fnaa. Über 100 Schlangenbeschwörer gibt es noch in Marrakesch, ein Berufsstand zwischen Tradition und Kontroverse. Manche Kritiker sprechen von Tierquälerei. Als ich Belaid danach frage, verbeißt sich plötzlich eine Natter in seiner Hand. Das Publikum hält kurz den Atem an. Seht ihr, sagt er, die Schlangen sind wirklich gefährlich, aber für mich sind sie wie meine Kinder. Macht euch keine Sorgen. In einer Holzkiste transportiert Kollege Sadek die Reptilien nach Hause. Am späten Nachmittag ist Dienstschluss. Für den internationalen Jetset hat Marrakesch einen magischen Klang. Doch für Menschen wie Belaid und seine große Familie ist es ein schwieriges Leben. Wegen der globalen Krise kämen weniger Touristen und bei denen, die kämen, sitze das Geld auch nicht mehr so locker. Alles wird teurer, die Miete, Strom und Wasser. Wenn ich Glück habe, verdiene ich vielleicht 10 Euro am Tag. Deswegen muss ich täglich auf den Platz, damit wir über die Runden kommen. In einem Abstellraum bewahrt er seinen Schatz auf. 7 Kobras, 2 Puffottern und 5 Nattern. Einmal die Woche werden sie gefüttert. Sie also bilden das Grund- oder vielleicht besser das Risikokapital seines Unternehmens. Am nächsten Tag sind wir unterwegs in die Wüste, dort, wo die Schlangenbeschwörer ihren Nachschub besorgen. Sie fahren rund 400 Kilometer südlich in ein Gebiet nahe des Atlantik. Mit ihrem ortskundigen Freund Abdelrahim gehen sie auf Suche. Mit Spiegeln forschen die drei Männer nach den Schlangen. Belaid erzählt uns, dass sein Vater jung an einem Kobrabiss verstorben sei. Ihn habe das aber nicht abgeschreckt. Unter einem Busch findet er eine hochgiftige Puffotter. Sie wollte eigentlich Sonnenbaden, aber Belaid hat andere Pläne. Er zeigt uns die hohe Kunst des Schlangenfangens. Nichts für schwache Nerven. Gut 100 Euro kann so eine Schlange in Marrakesch kosten. Für Belaid ist das also ein überaus lohnender Einsatz. Man muss so lange warten, bis sich die Schlange ein wenig beruhigt hat, erklärt er. Dann werfe ich ihr den Sack über. Aber man muss sehr vorsichtig sein. Mit der Viper über der Schulter macht man sich auf den Weg zur Hütte von Abdelrahim. Dort lagern weitere Schlangen Insekten. Nach artgerechter Tierhaltung
sieht das nicht gerade aus, aber hier werde es eben seit Generationen so praktiziert, sagen sie und erzählen, dass einem Teil der Tiere im Tropeninstitut das Gift abgezapft werde. Also ein ganz seriöses Gewerbe. Sehen Sie, für uns in der Wüste gibt es kaum Alternativen. Wir leben von den Schlangen. Ich fange sie und kann sie dann an Leute wie Belaid weiterverkaufen. Am nächsten Morgen machen sich die drei noch auf den Weg zu einem Zawawi, einem islamischen Ort der Einkehr, mitten in der Wüste. Am Grab eines islamischen Weisen haben sich die Schlangenbeschwörer versammelt. Ein Stoßgebet zu Allah kann nie schaden, denkt sich wohl Belaid und bedankt sich für die Erfolge.